Der Wettcheck ist beendet, erfolgreich für alle Pferde. Jetzt stehen wir hier in Trine und bald geht es los. Sinke, was geht dir durch den Kopf? Naja, also ich bin jetzt erstmal froh, dass alle deutschen Pferde durch den Wettcheck durch sind. Das ist die erste, ja, den ersten Eindruck, den man so hinterlässt bei den Richtern. Ich denke, wir haben einen super Eindruck hinterlassen. Und jetzt geht es mir erstmal durch den Kopf, dass wir heute Abend nochmal Familiarization oder heute Nachmittag nochmal Familiarization auf dem Hauptviereck haben. Und bin gespannt, wie Cosmo sich anfühlt. Cosmo ist ja vorgeflogen, nicht wahr? Und du bist nachgekommen sozusagen? Ja, also mein Vater hat ihn in Lüttich auf dem Flieger gestellt und ich bin vorgeflogen, habe ihn hier in Empfang genommen. So rum. Wie hat Cosmo den Flug überstanden? Ja, also Isabel ist für die deutsche Mannschaft mitgeflogen und laut Isabel haben alle Pferde den Flug super überstanden. Ich konnte ihn dann in Empfang nehmen und konnte mich auch um ihn kümmern in der Quarantänezeit. Und da hat er auch einen super frischen, munteren Eindruck gemacht. Also von daher bin ich guter Dinge. Und wir haben auch in deiner Insta-Story oder auf Instagram gesehen, er fühlt sich gut an hier. Ja, doch, er fühlt sich sehr gut und gut an und auch wohl. So ein großer Platz, der liegt ihm natürlich mit seinen großen Bewegungen. Da kommt er auch besser dann zur Geltung. Morgen geht's dann los für euch, Mittwoch die ersten Starts. Dorothee und Jessica machen den Anfang. Oder Jessica macht den Anfang, Dorothee auch. Der Teamwettbewerb. Wie stehst du zum Teamwettbewerb? Was geht dir durch den Kopf, wenn du an den Teamwettbewerb denkst? Ja, also das Wichtigste ist natürlich, dass wir probieren, unsere Goldmedaille zu verteidigen, die wir jetzt in Göteborg und in Rio schon gewonnen haben in der Mannschaftswertung. Wir haben hier ein bisschen anderen Modus jetzt dieses Jahr. Da zählt ja nur der Grand Prix. Und von daher ist es, denke ich, schon wichtig, dass wir alle unser Bestes geben, weil man kann ja sehen, wenn es jetzt Aachen, was immer ein Indikator ist, wie die Saison aussieht, wenn das die Meisterschaft gewesen wäre, wären wir auf Silber gelandet, weil die Amerikaner doch einen sehr guten, durch die Bank weg guten Grand Prix abgeliefert haben. Also ist das Wichtigste, erstmal den Fokus auf den Grand Prix zu legen. Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf die Vorbereitung zu Trine kommen, wenn man sich für so ein großes Turnier vorbereitet, wie läuft das ab? Hast du da ein bestimmtes Muster? Hast du eine bestimmte Herangehensweise? Oder versuchst du es gleich zu halten fürs Pferd? Ja, ich sag mir immer, mein Pferd weiß jetzt nicht, dass das hier eine Weltmeisterschaft ist oder ob das jetzt irgendein anderes Turnier ist. Also von daher versuche ich auch, das identisch zu handhaben wie all die anderen Turniere, die wir dieses ganze Jahr erfolgreich bestritten haben. Und dann bin ich eigentlich guter Dinge. Aber natürlich gibt es immer andere Faktoren, die dann auch noch eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich versuche ich mir schon zu sagen, dass es einfach wie jedes andere Turnier ist und das dann auch so zu handhaben. Ja. Okay. Gibt es irgendwas, was du den deutschen Dressurfans mitgeben möchtest? Ja, drückt uns die Daumen und ich hoffe, ihr verfolgt es alle über Clip My Horse.